Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es ist wieder soweit. Es gibt die neuen Campus-Tüten. Die sind ja gratis und jeder darf sich die bestellen. Man muss nur den Versand von 8,95 Euro bezahlen und dann kann man Campus-Tüten bekommen. Und wir haben wieder zwei geordert und wollen die jetzt zusammen auspacken und euch zeigen, was bei uns Standort Kiel so drin ist. Wir kommen gerade vom Alpaka-Spaziergang. Es war allererste Sahne, kann ich nur empfehlen, war sehr gut. Und was haben wir da so drin? Zeig mal, was wir nebenbei haben. Achso, nebenbei haben wir Cupnudeln. Die Soba Wok Style Sukiyaki Beef, ready in 3 Minuten. Einmal diese Cupnudels, isst du die? Natürlich. Natürlich, sehr gut. Und was ist das Schönes? Die Limo, Sirup. Die Limo natürlich ohne Süßungsmittel von Granini für alle Wassersprudler. Sirup, Zitrone, Limette ergibt 5 Liter. Also meine Mama hat einen Sprudler. Hat meine da, auch. Also deine auch. Da können wir auf jeden Fall jemanden finden. Muss auch bald getrunken werden. Ist nur bis 4.6. noch gut. Also 5 Liter Sirup, 5 Liter Sprudel, Granini-Sprudel ergibt das dann. Und da stehen ganz viele interessante Sachen hinten drauf. Ist eine Glasflasche, finde ich cool. Sehr cool. So, hier, Linsenwaffeln. Lecker. die guten Linsenwaffeln. Ich würde sagen, die lassen wir weiter wandern. Die gehen auch zu meiner Mutter. Die hatte die schon mal. Ich denke, die werden da vernichtet. Zitronenmette. Vitamin Well Reload, Vitamin B und D, Magnesium und Zink mit Zitronen-Limettengeschmack, wenn Sie auftanken möchten. Da ist 25 Cent Pfand drauf. Da gibt es noch einen QR-Code, falls den jemand scannen möchte, um sich über dieses Getränk zu informieren, das so milchig aussieht. Das werde ich mal probieren. Mal gucken, wie es schmeckt. Kalorienarmes Erfrischungsgetränk ohne Kohlensäure. Nee. Ja, das trinke ich. Du trinkst das? Ja. Okay, ich nicht. Ich nehme das morgen mal mit zur Arbeit. Das ja. Ist hier in der anderen Tüte auch. Nochmal? In der zweiten Tüte? Ich habe keinen Platz mehr, ich muss es runterstellen. So, dann haben wir einmal Cola Zero. Cola Zero ist gut. Die mag ich. In einer schönen 0,5 Liter Flasche. Wenn ihr das Video seht, heute treffe ich mich mit der lieben Make-up-Mieze und auf ein Fischbrötchen, da werde ich diese Zero Cola mitnehmen. Dann hat jeder eine? Ja, für jeden eine. Ich frage sie mal, ob sie überhaupt Zero Cola trinken mag. Aber dann nehme ich ihr die mit, dann müssen wir da nichts kaufen. Das ist ganz praktisch. Ich tauche nochmal ab. Du kannst ja das nächste Produkt ja, schon mal... Ja, das ist ein Coffee Drink. Von Mr. Brown Vanilla Flavor Latte Coffee Drink. Das bitte jetzt ja. Das Standbild. Sehr geil. Ist auch in einer anderen Tüte, aber eine... Karamell Flavor! Yay! Das ist was für mich. I love it. Oh. Du musst ein bisschen weiter nach rechts. Oh, jawohl. Du bist wieder aus dem Bild raus. So, das war's für mich. Oh, Got to be Rise and Shine Extra Wet Shine Lip Gloss. Das wird Herr Muffin auf jeden Fall benutzen. Auf jeden Fall. Kleiner Scherz, das kommt natürlich in ein Trash-Paket, weil ich habe genug Lip Gloss. Ja, ich habe genug. Ja, ich mag nicht so gerne Lipgloss. So, jetzt kommt was mit Papa. Wir kennen uns erst 8 Jahre. Ist alles neu für ihn. Oh! Acrobräu Moos Moserliesel Helles. Ja, das ist in der anderen Tüte auch? Ja, das wird gleich kalt gestellt. Okay, super. Schönes Bierchen. So, was haben wir hier? Face Serum. Auch für mich wahrscheinlich. Ah, von Stefanie Giesingers Marke. Das ist teuer. Moi wird es, glaube ich, ausgesprochen. Oder Moin. Oder Moin. Oder irgendwie so. Kann man einmal ein bisschen Fokus? Dass man das. Ja, so.
Das ist das Vi Hydrating CBD Face Serum mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Die pflegende Formel erfrischt deine Haut, zieht schnell ein und eignet sich optimal als Vorbereitung für Pflegeprodukte. Beruhigend, eine Kombination aus Bio-CBD aus der Cannabispflanze, Aloe Vera-Extrakt und Hyaluronsäure pflegt und beruhigt deine Haut. Erste feine Fältchen werden sanft von innen heraus aufgepolstert. Okay, wenn das nicht nach CBD riecht, also nicht nach Hanf oder ja, nicht nach Hanf riecht, dann finde ich das gut, sonst lasse ich das weiter wandern. Ich probiere es mal aus. Das sieht aus eklig. Das sieht eklig aus. Das läuft da auch runter. Wie lange ist das haltbar nach dem Öffnen? Möchtest du das nicht vielleicht erstmal verteilen? Nee. Bevor das es ist auf jeden Fall vegan. Und klimaneutral. Bis 31.01.23 ist das gut. Okay. Es riecht aber nach Aloe Vera, nicht nach Hanf. Das ist gut. Nee, riecht gut. Das verteile ich mir mal eher auf den Händen. Du auch? Wir teilen das. Das ist schon mal schön. Ja, da freue ich mich. Das ist so bestimmt auch teuer. Auch? Ja, Pflegeschaum, pflegender Cremeschaum benutze ich ja nicht so viel. Aber Plummikisses habe ich noch nicht. Deswegen bleibt das auf jeden Fall bei mir. Das Design ist auch wieder ultra schön. Ja, das riecht auch sehr gut. Sehr gut. So, wieder was für Papa. Wieder was für den Herrn des Hauses, unseren Herr Muffin. Der Bang Energy Drink Rainbow Unicorn Sugar Free. Der ist aber durchsichtig. Habe ich bei Mira und Ozok gesehen. Ich verlinke euch mal Mira und Ozoks Campus-Tüten-Unboxing unten in der Infobox. Die haben die nämlich auch schon ausgepackt, aber die haben Standort Berlin. Die haben andere Sachen drin als wir. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ganz liebe Grüße an dieser Stelle. An so, die beiden. Dann haben wir hier nochmal Peach Mango. Ja, der soll nicht so gut sein, aber du kannst dir ja dein eigenes Bild machen. Ich bin ja überhaupt nicht, ich bin ja komplett raus, was Energy Drinks angeht. Das ist ja gar nicht meins. So, dann haben wir noch 200 Tee jeweils. Cold Tea. Cold Tea. Ja. Das ist ja was für dich. Ja, ich finde die Sorte jetzt so semi. Ich glaube, die werde ich auch in eine Box tun oder meiner Mama geben zum Probieren. Und der Rest ist Werbung? Nein. Ja, zu knabbern. Ein Reese's, ein Peanut Butter Cup. Viele Grüße an Mira. Die hatten leider... Ach, ich spoiler nicht. Aber viele Grüße an dich. Reese's. So, dann haben wir noch Papa, glaube ich. Ja. Axe Epic Fresh Grapefruit and Tropical Pineapple Scent Nonstop Fresh Fragrance Boost 0% Aluminium. So sieht das einmal aus. Ja, das sieht doch gut aus. Und Handschaum. Cozy Hands Below with Love Handschaum. So, und das war's. Das hat sich ja wieder mal richtig gelohnt. Richtig schöne Sachen in den Tüten. Duftet vanillig warm. Das ist auf jeden Fall meine Duftrichtung. Das werde ich auch behalten. Also, ich finde, die Tüten haben sich auf jeden Fall wieder richtig gelohnt. Gefällt mir richtig gut. Was sagst du? Ich sag auch ja. Allein schon wegen dem Bier. Hauptsache Bier und Energy Drink. Ja, super. Dann sagen wir vielen lieben Dank fürs Einschalten und ich hoffe, dass ihr mich weiter begleitet und das nächste Video auch schaut. Und ganz liebe Grüße, alles Liebe, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.